Boah, das war eine Zeit und wir haben jetzt live per Skype zugeschaltet. Du darfst auch gleich noch was sagen, ne? Nicht wusste ich. Wir haben live per Skype einen echten Zeitzeugen zugeschaltet. Ja. Ihr kennt ihn wahrscheinlich noch von ganz früher. Da hat er zusammen mit Georg bei Giga Green, das kennst du ja noch, zum Beispiel, ja, kennst du, den Games-Bereich moderiert. Ja, das war sozusagen das erste Experiment und aus dem erwuchs dann quasi das, was ihr noch als Giga Games kennt. Im Prinzip verdanken wir ihm unseren Job jetzt. In diesem Sinne sagen wir Hallo Jochen Dominikus per Skype jetzt zugeschaltet. Kannst du uns hören, Jochen? Na sicher, ich kann euch nur leider nicht sehen. Schönen guten Abend. Sekunde mal, ich hab schönen was guten vergessen. Abend. Da ist er. Eine Sekunde, ich bin sofort wieder da. Wir sind live drauf, Jochen, ne? Wir sind live drauf. Ach nee, die uralten Giga-Merchandise-Mützen, unfassbar. Das hast du noch. Und die Schlüsselbänder. Du weißt, dass die bei eBay einiges wert sind, ne? So. Echt? Ja, 2,50 Euro. Jochen, wie geht's dir? Ja, hör mal, es ist total schön, es ist ja schon spät für mich, ich bin ja schon so alt geworden und da muss ich ja schon so langsam ins Bett, aber aus Anlass der Feier natürlich. Ach, übrigens, falls ihr das Bild aus dem Flur vermisst, ne? Man sieht's nicht so richtig, ja, jetzt sieht man's. Ach, das hast du mitgenommen damals, oder was? Nein, das ist eine Fälschung, das ist nicht das Original. Hast du noch was da, was du uns zeigen möchtest, Jochen? Ja, ich hab eben Daniel van Moltke gehört. Kann das sein? Ja, in der Matz. Ach so, weil normalerweise, also ich habe eigentlich gedacht, der putzt jetzt gerade noch mein Auto, weil da ist ja noch ein Versprechen von damals offen. Ja, nee, der ist leider nicht da, also nur per Matz zugeschaltet. Ach so, schade, schade, schade. Jochen, vermisst du uns manchmal? Mich? Und mit uns meine ich mich. Eddie, ja? Ich war ziemlich froh, als ich diese alten Bänder, wo habe ich sie denn? Hier, das sind diese Bänder von der Party. Ich glaube, ihr habt das Stück ja eben gezeigt, als ich die gesehen habe. Da saß ich wirklich 4 Stunden vorm Fernsehen und habe mir alles nochmal angeguckt. Und, nicht frech werden, ich habe noch ganz viel Material. Also ich kann theoretisch noch was nachschießen. Also kannst du uns jederzeit erpressen, ja? Dich vor allem, ne? Ey, ich habe mir schon gedacht, du hast ja immer deine kleine Videokamera dabei gehabt. Du hast so viele Sachen da drauf gesammelt. Das heißt, sollten irgendjemand von uns irgendwann mal reich werden, dann... Ja. Gut, das wird nicht passieren. Nee, insofern, die Gefahr ist nicht... Ja, guck, da hat er die ganzen Sachen gebunkert. Habt ihr denn schon Sekt aufgemacht? Nee, du weißt doch, wie das ist. Beim Fernsehen darf man doch keinen Alkohol trinken. Also damals... Das war nur damals Silvester 2000, ne? Die Jahrtausendwende. Zu jeder Stunde eine Flasche Sekt aufgemacht. Dann war Ute aber hinterher so voll, dass sie das einstellen mussten. Das ging nicht mehr. Ja, da kam der Geschäftsführer höchstpersönlich und hat gesagt, ob wir nicht alle einen in der Pfanne hatten. Da waren wir aber schon so voll, da haben wir alle gelacht. Das war sehr witzig. Und da kann ich mich noch dran erinnern, da hatten Georg und ich waren gegenüber bei QVC und haben das Lineal von Peter Freiwald, wie heißt der nochmal? Freiwald geklaut. Ja. Und da mussten wir in unserer Sendung auch noch unser eigenes Merchandising anbieten. Und Uta und ich saßen auf dem Boden und haben gesagt, Gigatasche, super toll, aber alles scheiße teuer. Das war großartig. Das kam gut an in der Chefetage. Das kam, ich glaube, die haben es damals gar nicht mitgekriegt. Damals war ja sowieso alles anders. Ne? Die haben unsere Sendung eh nie geguckt. Ach, guck mal hier. Ja? Was ist da? Kannst du nicht lesen? Das ist ein Geburtstagst-T-Shirt, glaube ich, ne? Von einem. Oder? Ja. War ein Geburtstag, ne, Jochen? Ja. Was? Glorreiche Sieben? Ja, da waren es, glaube ich, 7 Jahre. Aber da war ich nicht mehr da. Da war ich schon, bin ich schon rausgeschmissen worden. Ja, so geht das manchmal, ne? Erst wird man off-air genommen und dann irgendwann... Macht also man Mambu-TV. Ja, so kann es manchmal gehen. Ja, kenne ich auch, habe ich mal gehört. Wie lang geht denn jetzt die Sendung? Noch? Solange du redest. Ach so. Solange du noch irgendwas aus dem Kästchen zauberst. Ja, ich hab gedacht, ihr stellt mir jetzt Fragen. Das hab ich ja auch gedacht. Ich hab da auch einen Fragenkatalog vorbereitet, Jochen. Erste Frage. Was bedeutet für dich Giga? Hast du die Frage aus der Community, ist das deine eigene? Nee, die ist aus der Community, also bitte behandeln Sie mit Respekt. Okay, ich kann ja jetzt die Frage nur beantworten in der Zeit, wo ich da war. Anarchie. Okay. Hast du eine Freundin? Verheiratet. Ach du Scheiße. Ja, wir werden alle alt. Armer Kerl.
Hast du, willst du eine Affäre? Aber ich hab auch eine Freundin, und ich weiß, was ich wollte gerade sagen. Erzähl doch mal einen Schwank. So, oder wir haben gerade die ganze Zeit über Castings geredet und wie wir alle zu Giga gekommen sind. Da hat ja jeder so seine eigene Geschichte. Erzähl doch mal, wie das bei dir war. Wie bist du überhaupt auf diesen Laden aufmerksam gekommen? Und wer hat dir den Floh ins Hirn gesetzt, da anzufangen? Also das war folgendermaßen, ich war damals beim Radio und damals habe ich mit Miriam Pielau zusammen so ein Radioseminar gemacht. Sie kam ja auch damals vom Lokalfunk und da haben wir uns getroffen und dann habe ich sie im Express gesehen mit Uta Fußheimer, die ich auch noch vom Radio kannte, wo die ganze Giga-Gruppe stand in Düsseldorf vor diesem komischen Container und da stand dann drüber neues Programm für Jugendliche. Damals war ich bei Sat.1 und hatte auch gar keinen Bock mehr darauf, so Reporter zu spielen. Und da fand ich das toll und hatte für Sat.1 einen Auftrag in Düsseldorf. Bin dann da hingegangen, eine halbe Stunde, habe mich da vorgestellt und habe dann direkt ein Casting gemacht. So war es. Und wie war das Casting? War das gut? Das Casting war mit Georg und das war totale Scheiße. Früher durfte man das noch sagen. Nee, es war halt... Also so mein Casting war natürlich super. Ach so, ja, nee. Also, mein Casting, aber die alle anderen waren natürlich doof. Ja. Mensch, ja. Jetzt haben wir tatsächlich auch schon keine Zeit mehr, weil wir haben hier nur irgendwie 15 Minuten. Ich soll noch schöne Grüße bestellen, sehe ich gerade hier im ICQ. Einmal guckt nämlich gerade Christoph zu, ja. Christoph, der alte Ried. Der alte Ried hier, Giga Ried. Ja. Hallo Christoph. Schönen Gruß, Christoph. Und Alex Keen. Der auch schön die groß. Ganzen Giga-Studios aufgebaut hat. Lukulus. Der hat damals, das muss man an der Stelle mal sagen, weil viele Leute immer sagen, Teufelskreis und so war geil, das war seine Idee, Alex Keen. Ja. In diesem Sinne? In diesem Sinne schön gut. Ach übrigens, wenn ihr den NDC Giga-Tisch aus Hamburg sucht, den habe ich auch nicht übrigens. Also es kam ja schon mal Fragen, aber ich habe ihn nicht. Gut, dann wissen wir, wo wir auf keinen Fall gucken. Mal weitermachen. Jochen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute. Schönen Gruß an Daniel von Meul, der soll meine scheiß Karre putzen, sonst gibt's Ärger. Tschüss. Tschüss, Jochen. Tschüss.